freuen wir uns nun auf einen Kampf im Bantamgewicht der Frauen zwischen Ronda Rowdy Rousey und Amanda Lioness of the Ring Nunes. Amanda the Lioness Nunes, was soll man da noch sagen? Eine absolute Top-Athletin, die bereits mehrmals Geschichte geschrieben hat. Ja, wobei ihre mit Abstand größte Errungenschaft definitiv darin besteht, als erste Frau in der UFC gleichzeitig zwei Titel zu tragen, nämlich den im Bantamgewicht und den im Federgewicht. Das ist einfach herausragend. Sie hat ohne jeden Zweifel einige der gefährlichsten Chokes der gesamten MMA-Welt. Ihre Technik ist perfekt, ihre Hebel sind einzigartig und es gibt quasi kein Entkommen. Wenn sie den Hals ihrer Gegnerin heute zu packen bekommt, dann könnte dieser Fight schnell zu Ende sein. Wenn man der gegenübersteht, sollte man es tunlichst vermeiden, auf den Boden zu kommen. Denn die ist natürlich eine herausragende Submission-Spezialistin. Das will sie sicher auch heute wieder unter Beweis stellen. In Sachen Takedown-Defense gehört sie natürlich zur absoluten Weltspitze. Ja, das ist immer wieder sensationell, was sie da zeigt. Sie bringt immer wieder perfekte Underhooks und auch ihr Sprawl ist wirklich sensationell. Werfen wir einen Blick auf die Profile der beiden Kämpferinnen in unserem Hauptkampf. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Eve Loving. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out United Center in Chicago, Illinois, it's time! 5 rounds in the UFC bantamweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This woman is a mixed martial artist holding a professional record of 20 wins, 4 losses. She stands 5'8" tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Miami, Florida, Amanda the Lioness Nunes. And now introducing her opponent, fighting out of the red corner. This woman is a judo fighter holding a professional record of 12 wins, 2 losses. She stands 5'7" tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Venice Beach, California, presenting the former UFC Women's Bantamweight Champion of the World, Rowdy Ronda Okay, could take yourself at all time, will be my command at all time. If you want to touch love, do it now, go back to your corner. Sie klatschen sich ab und gehen wieder in ihre Ecken. Ronda Rousey. Ready? Amanda Nunes. Ready? Ganz sicher immer noch eine der allerbesten in ihrer Gewichtsklasse, die Ronda Rousey. Ja, auch wenn sie inzwischen ein paar Niederlagen einstecken musste, ihre Gesamtbilanz ist sich immer noch großartig. Eine absolut fantastische Kämpferin. Gute Verteidigung gegen den Takedown. Schönes Knie zum Körper, stark im Clinch gearbeitet von Rousey. Guter Kick, da ist der Treffer. Sie zieht den Haken zum Kopf. Oh ja, was für ein Kopf.
Beide hier wieder im Clinch. Ich komme beim Zuschauen schon vollkommen aus Atem. Ja, so ein Clinch ist auch unglaublich kräftezehrend. Oh, noch ein Schlag, der trifft. Den trifft wieder eine gute Box. Und wieder landet sie hier ein paar gute Treffer. Ja, ihr Boxen ist wirklich herausragend heute. Ja, gute Arbeit gegen den Takedown. Da ist wieder der Clinch. Sie wehrt den Takedown-Versuch ab. Ja, gut gemacht. Sie blockt den Schlag zum Kopf ab. Der Clinch ist vorbei. Oh, der Uppercut war gut. Guter Kick. Voll auf den Körper. Ja, guter Hack. Und wir sind wieder im Clinch. Sie arbeitet aus der Side Control. Oh, der Positionswechsel geht schief. Sie ist in der Full Guard. Wie geht Ihre Gegnerin jetzt damit um? Gute Frage. Sie wird versuchen müssen, hier ins Ground and Pound zu kommen. Sie geht auf die Armbar. Was für eine Aktion! Sie trifft mit der Rechten. Guter Einsatz hier im Ground and Pound. Guter Punch zum Kopf. Toll gemacht von Nunes. Lass es abmischen eigentlich. Aus dieser Perspektive wird klar, warum die Submission nicht funktioniert hat. Macht das eigentlich richtig gut bei dieser Submission. Jetzt also die nächste Runde. Mal sehen, ob sie ihre Gegnerin diesmal zum Tap-Out bringen kann. Ja, in der letzten Runde war es schon ziemlich knapp. Wenn wir über die stärksten Kämpferinnen in der UFC reden, dann darf Ronda Rouseys Name natürlich nicht fehlen. Nein, keine Frage. Sie ist eine der Stärksten, sie ist eine der Besten und da stellt sie ja immer wieder eindrucksvoll unter Beweis. Mit dem Kick trifft sie ihre Gegnerin hier. Oh, super gemacht. Die Arbeit ist gut, weil die große, vollgeteilte Treffer, super. Da ist der Körpertreffer, guter Kick. Der rechte Punch und der Treffer. Oh, und da sind beide wieder im Clinch. Schauen wir mal, wer hier den größten Nutzen daraus zieht. Ja, beide müssen jetzt harte Treffer einstecken. Da blockt sie erneut den Treffer an ihrem Katsuper ab. Sie will natürlich verhindern, dass der Ringarzt hier eingreift. Ja, aber das wird er müssen, wenn das Ding hier anschwillt und ihr die Sicht nimmt. Da sehen wir den nächsten Clinch. Keine Überraschung hier. Sie befördert ihre Gegnerin mit dem Takedown zu Boden. Ja, sie ist ja bekannt für ihre explosiven Takedown-Attacken. Und der nächste Takedown, der am heutigen Abend sitzt. Sie macht das sehr gut heute. Absolut. Ein ums andere Mal befördert sie hier ihre Gegnerin zu Boden. Und was die Ausdauer angeht, so scheint ihr das überhaupt nichts auszumachen. Sie schaut fast noch so frisch aus wie am Anfang. Die befreit sich aus der Full Mount. Stark gemacht. Rousey ist zurück in der Side Control. Da ist ihre Gelegenheit zum Ground and Pound. Ah, herrlich aufgerichtet. Oh, sie hat ihren Rücken gepackt. Ja, schöne Bewegung da von ihr auf dem Boden. Sie arbeitet aus der Halfguard.
Eine meiner Lieblingstechniken im MMA ist ja das Ground and Pound. Und darin ist sie einfach genial. Ja, sie kann hier eine schöne Kombination. Das hat ihr ihre Gegnerin aber auch zu einfach gemacht. Die Einladung nimmt sie natürlich gerne an. Oh, harte Treffer hier von ihrem Ground and Pound. Ja, und nicht nur harte Treffer, sondern auch präzise. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Und wieder zurück in die Backmount. Sie wechselt sehr flüssig die Positionen am Boden. Man sieht hier ihre hervorragende Technik im Boden. Ein klasse Strike auf dem Boden. Schön, wie sie sich da auf dem Boden bewegt. Sehen wir uns ein paar Wiederholungen aus dieser Runde an. Mit diesem Treffer zum Kopf ist hier fast schon alles vorbei. Ja, hervorragender Takedown. Klasse den Takedown durchgebracht. Wir kommen in die dritte Runde dieses Titelkampfes. Rousey kann diesen Kick zum Kopf ablocken. Guter Kick. Die Rechte verfehlt ihr Ziel. Sie gönnen sich nichts. Da befinden sie sich wieder im Clinch. Ja, und wer denkt, das machen die beiden zum Verschnaufen, der liegt gewaltig daneben. Das ist richtig anstrengend. Voller Punch, da ist der Treffer. Da muss ihre Gegnerin den Kick zum Körper hinnehmen. Ja, da hat sie nicht aufgepasst, hat ihre Deckung vernachlässigt. Klasse Treffer mit dem Haken. Oh, saubere Kombination. Und der nächste Clinch. Das muss die zwei doch ermüden, oder nicht? Kannst du Gift drauf nehmen, das ist ultra anstrengend. Und die Rechte hat gesessen. Ja, und wie, die hat sie sehr gut angebracht. Doch, wie schön, noch ein Treffer, der im Ziel landet. Da zeigt sie echt, wie treffsicher sie doch ist. Da verpasst sie ihr den nächsten Schlag. Ja, und was für ein. Der nächste Clinch, das zehrt schon an den Kräften, oder? Puh, auf jeden Fall. Du bist ja ständig am Ziehen und Schieben und musst aufpassen, nicht getroffen zu werden. Der Ellbogenschlag geht daneben. Ja, klasse getroffen mit dem Kick. Über 80 Treffer hat Amanda Nunes gelandet. Und zwar mit einer Trefferquote von 61%. Hier, da holt sie sich den. Ja, sieht aus, als würde sie die Submission zu Ende bringen. Sie ist jetzt in der Half Guard. Schön von unten gegen den Kopf gearbeitet. Schön von unten zum Kopf gegangen. Gut gemacht von Rossi. Jetzt ist sie in der besseren Position. Jetzt hat sie es in die Full Mount geschafft. Sie nimmt den Oberkörper hoch. Oder ist die Armbar? Das kam überraschend. Schauen wir uns noch mal einige Szenen aus dieser Runde an. Ein krachender Leckkick. Ja, das ist schon ein brachialer Leckkick.
Classic gegen Bo Ehring und Chris Meissner. Okay. Are you ready? Are you ready? Und die vierte Runde beginnt. Wir sind im Clinch. Nunes mit dem Fehlschlag. Die linke geht vorbei. Ja, starker Kick. Sie kontert mit der linken. Klasse Spinning Backfist. Sie schützt hier. Ja, sie steht wieder, aber ich glaube, sie ist verletzt. Klasse Punch. Schon wieder ein Clinch. Ja, sie holt sich hier den Takedown. Wieder einmal, möchte man fast sagen. Ja, sie ist wirklich eine Expertin der Takedowns. Oh, was für ein Kick. Treffer jetzt mit dem rechten Punch. Beide hier wieder im Clinch. Ich komme beim Zuschauen schon vollkommen aus Atem. Ja. So ein Clinch ist auch unglaublich kräftezehrend. So ein weiterer Schlag, der da am Cut ihrer Gegnerin landet. Das scheint jetzt ihre Taktik zu sein. Ja, immer drauf auf den Cut, ist ja logisch. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, deine Gegnerin zu schwächen, dann musst du die auch nutzen. Ein schöner Schlag von ihr hier. Ja, der hat gut getroffen. Gute Verteidigung gegen den Takedown. Holt sie sich den Takedown. Großartig. Ja, das haben wir aber auch schon so oft von ihr gesehen. Und sie gehen wieder in den Clinch. Tolle Treffer hier, sehr variable Angriffe. Oh, oh, ein heftiger Diving Punch zum Kopf. Da ist die Hafka. Rousey wechselt wieder in die Halfguard. Und da richtet sie sich auf. Jetzt geht's gleich rund. Und sie wechselt in die Backmark. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Und wieder zurück in die Fullmount. Sie nutzt ihre Position gut aus. Das sind starke Angriffe. Starkes Ground and Pound zum Kopf hier von Rousey. Okay, Runde 4 ist zu Ende. Da ist der Kick, wunderbar gemacht, holt sich den Niederschlag. In dieser Einstellung sieht man, wie heftig dieser Kick war. Ein heftiger Kick und das ist der Niederschlag. Es ist soweit. Die fünfte und letzte Runde. Oh, der nächste Schlag, der hier einschlägt. Grandiose Vorstellung von ihr. Schöne Punches jetzt hier. Und sie clinchen. Nunes reicht der rechten aus. Beide wieder im Clinch. Schauen wir mal, wer hier den größten Nutzen hat. Ja, jetzt klammert sie und versucht sich zu erholen. Ja, keine Überraschung hier. Sie befördert ihre Gegnerin mit dem Takedown zu Boden. Ja, sie ist ja bekannt für ihre explosiven Takedown-Attacken. Klasse, dieser Punch von Nunes. Alle mal aufgepasst, die Frau zeigt uns gerade, wie man verschiedene Angriffe miteinander kombinieren sollte. Respekt, klasse Kombo. Boah, ein Traum. Ich kann mich dir nur anschließen, richtig stark gemacht. Strikes.
Noch knapp 3 Minuten in der fünften Runde. Ja, ja, Wechsel der Auslage. Da sehen wir den nächsten Clinch. Das sieht schon so anstrengend aus. Ja, das ist es auch, weil du ja ständig aufpassen musst. Ja, schön hier wieder. Ronda Rousey im Clinch. So, der Fight ist zu Ende. Sie hat den Kampf mit einem fantastischen Angriff beendet. Ich bin mir nicht sicher, ob ihre Gegnerin den kommen gesehen hat. Das ist die Siegerin dieses heutigen Kampfes. Am Ende triumphiert sie hier also mit einem schönen K.O. Ladies and gentlemen, Referee Eve Levine has called a stop to this contest at 2 minutes, 34 seconds of round number 5. Declaring the winner by knockout, Rowdy! Sie, meine Damen und Herren, hier sehen wir, wie sie sich freut, die strahlende Siegerin des heutigen Abends. Ja, und strahlen kann sie auch nach so einem Knockout.